Was ist eigentlich der Salmon? Der Salmon war früher ein Gasthaus, also ein Ort, an dem man essen und trinken konnte. Dann ist dort etwas sehr Besonderes passiert. Viele Menschen haben sich in dem Gasthaus getroffen und den ersten freiheitlich-demokratischen Grundrechtskatalog verkündet. Sie haben zum Beispiel gesagt, dass jeder Mensch die Möglichkeit haben soll, in die Schule zu gehen. Das war damals nämlich überhaupt nicht normal. Was damals passiert ist, hat auch heute noch große Auswirkungen auf das Leben, wie wir es kennen. Etwas später wurde der Salmon eine Synagoge, also ein Ort, an dem die jüdische Gemeinde sich zum Beispiel zum Beten getroffen hat. Leider wurde die Synagoge in der sogenannten Reichspogromnacht der Nationalsozialisten zerstört. Viele jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger wurden während der Zeit des Nationalsozialismus getötet. Der Nationalsozialismus führte in den Zweiten Weltkrieg. Erst 1945 endete der Krieg und die Nationalsozialisten wurden besiegt. Der Salmon stand zunächst leer und wurde dann zum Handelsort. Seit 2002 haben hier viele Kultur- und Gedenkveranstaltungen stattgefunden. Der Gemeinderat hat sich auch hier getroffen. Damit jeder diesen Teil von Offenburgs Geschichte miterleben kann, wird der Salmon im Moment umgebaut. 2022 wird dieses Denkmal von nationaler Bedeutung als barrierefreie und moderne Erlebnis- und Erinnerungsstätte wieder eröffnet.